Ja, ich begrüße natürlich immer wieder neue Leute und Leute, die jetzt hier in den Startbereich kommen, wo der Endstart durchgeführt wird. Allmählich fängt es an zu kribbeln. Wir haben jetzt noch 15 Minuten, aber wie gesagt, wir wollen ein bisschen früher auch machen. Ich werde jetzt auch nach oben gehen, dass ihr dann allmählich wirklich euch hier vorne in Position bringt. Wir werden dann noch einige unserer Torschussachen durchsagen vorab. Auch das will ich jetzt noch mehrfach sagen. Wir wollen das natürlich so gewährleisten, dass der scharfe Start, wie gesagt, da wird hinten geleitet. Und vorab gehen einige Helfer von uns mit Luftballons, die bitte nicht überholen. Weil wir wissen, einige haben ja dann den schnellen Schuh schon an. Gestartet wird sowieso erst dann gemeinsam. Also das wollen wir also nicht, dass da noch jetzt hier gerangelt ist. Vor einem scharfen Start wäre auch nicht in meinem Sinne. Ihr werdet den Blick aufs Schloss genießen können. Ich war schon mehrfach da gewesen, also das kann ich euch sagen, dass hat was und deswegen auch diese Startverschiebung in eurem Sinne. Ja, wie gesagt, die Eröffnung werden wir jetzt am Ende durchführen. Einige Hinweise noch, auch die Frage ist gekommen, Sportlerball kann ich nur sagen, da laufe ich natürlich nachher auch noch auf heute Abend. 19 Uhr sind noch freie Karten da und das sollten wir nochmal erklärt, was ihr hier vorhabt mit unserem Vereinspräsidenten. Bitte, Ingo. Ja, hallo, liebe Teilnehmer der Schule von Feldau. Und ich möchte euch herzlich begrüßen zum Start. Ich bin Ingo Kalkwald, Holzbildner Schwimmer. Ich hatte meinen Platz bei Club Feldau in der Küstnitz am Verpflegungspunkt und bin seit Jahren Wasserspender. Für den Jubiläumslauf, für den 25. Lauf, habe ich eine Stele geschaffen, die aus authentischen Materialien von der schönen Grundmoränen Landschaft, die in der Eiszeit geschaffen wurde, hergestellt. Ich möchte sie in dieser bei dem Start der Vereinsführung übergeben. Kurz zu der Stele. Ich dachte, es ist authentisches Material. Es ist mit Stein aus dem Schwinder See, Holz aus den Görlitzer Gärten. Die Gestaltung, da habe ich natürlich den Seenlauf in den Mittelpunkt gestellt, und zwar das Zusammenspiel der Schweringer See mit der Laufstrecke. Die Schweringer Seen vom höchsten Langrohr See sind miteinander verbunden, ja, und fließen in den Schweringer See ab. Ingo, wir müssen dir das Brot entnehmen, sonst kriegen wir hier zeitlos. Ja, wir möchten uns mal recht herzlich hier bedanken bei Ingo Kalkwald. Jetzt von der Vereinspräsidenten und der lieben Helden von Karl-Wegge. Eine Information nochmal. Wir starten in der Reihenfolge der Startfelder. Und zwar laufen jeweils die Luftballons vorweg, die roten vor den Zehner, die blauen vor den blauen, die grünen vor den grünen. Ich wünsche euch für die kleinen Leute alles Gute heute, einen schwörungsfreien Lauf. Und wir sind in jedem Fall 25 Steine auf dem Schwindel eingehalten, es sollen noch mehr werden. Ich wünsche euch dafür viel Kraft und Freude an eurer Arbeit. Und noch ein bisschen Nachwuchs. Alles Gute. Ja, schönen Dank nochmal an Ingo Kalkwald. Ich möchte jetzt gerne den Oberbürgermeister, den amtierenden Oberbürgermeister, hier mein kurzes Grußwort bitten. Ja, dieses Grußwort durch die zusammen mit dem Stadtpräsidenten haben Leute überbringen. Wenn man hier hochgeht, das ist ein buntes Menschengewimmel. Das ist genauso wie bei dem Berlin-Marathon, mindestens genauso schön. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, hier mitlaufen. Ich wünsche euch allen, dass ihr vorsichtig anfangen. Denn der Schweriner Seenlauf ist nicht nur ein Lauf entlang der Ufer der Seen. Am Ende, für die, die es noch nicht mitgemacht haben, sind einige Steigungen zu bewältigen. Und heute Abend gibt es den Stunderball und da hoffe ich, dass alle da bleiben und entsprechend fit sind. Also, allen alles Gute beim Lauf und nun das Wort an den Stadtpräsidenten für den Stadtpräsidenten. Danke, Herr Robert Friedersdorf, das kann ich unterstreichen. Ein ganz tolles Bild hier. Ein einmaliges Ereignis unserer Sportstadt Schwerin. So viele Teilnehmer aus allen Teilen unseres Landes und darüber hinaus. Ihr habt gehört, es kommen Leute aus Bonn, aus München, aus Großteil, hier aus der Nähe, die dann
alle sind wieder dabei zum 25. Mal. Und wir hoffen, dass sich auch so fortsetzt, dass wir wenig von der Aktivität zum Verfügung auch mitnehmen, zu werden, weil das was Wasser laufen, heißt eine Sache auch dieses Jahr schon ein guter Lebenslauf. Und da ist es eben keine gute Erinnerung, von der Stadt nach dem Fall daraus. Strecke ist leider auch unser Stadtpräsident Stefan Molde. Ja, jetzt wird es aber nicht die heiße Phase, wie gesagt. Es ist der Hinweis, ich kann nochmal, das werden wir nochmal sagen, nicht die Läuferin oder nicht die Helferin von uns mit den Luftballons zu überholen. Ihr werdet dann ganz normal zum scharfen Start begleitet. Ja, da wollen wir hinten sehen, und einfach bevor ich Ihnen eine gute Sache mitteilen kann, nochmal, wie gut ihr drauf seid. Bis jetzt haben wir das mit der Welle immerhin gekriegt. Vorne die 10 Kilometer Läufe machen wir jetzt hier die Lola-Welle und denkt dran, nicht die Luftballons. Die wollen noch uns weiten. Ich fange an mit 5, 4, oh noch, das ist aber zu früh, kein Frühstart hier auch, ne? 5, 4, 3, 2, 1 und 3. Ja, das war eine gute 4, das machen wir nochmal. 3, 2, 1 und Hochgabe. Ja, also ich freue mich nachher, dass ich euch nachher auf Ziel kam zum 10 Kilometer Kurs nochmal mit der 2000 Meldung. Ältester Teilnehmer mit 82 Jahren, Heinz Hilke aus Rheinbeck. Und Olaf Andersen mit 82 Jahren, ebenfalls hier der älteste Teilnehmer. Älteste Teilnehmerin, Brigitte Kratz. In dem Fall nenne ich mal das Datum oder das Alter 78 Jahre. Haben wir schon eine tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag der 10 Kilometer Läuferinnen und Läuferin an Ursula Simon, an Elke Chris, an Silke Jüchert, Stefanie Heiser, Ronald Apex, Michael Wang, Frank Willing, Silvio Friedrich. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, und eine Besonderheit haben wir heute noch zum Jubiläumslauf zum 25. am Start der 10 Kilometer Läuferin. Und heute befindet sich Christina Pilz aus Rostock, die erst am 20. Juli die Deutsche Meisterschaft im Triathlon gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite dazu nochmal. Und ebenfalls am Start ist Christine Wittke aus Traun Nordende, die im letzten beiden Jahren die 10 Kilometer der Damen gewonnen hat. Sie ist immer noch erst 15 Jahre alt. Ja, jetzt kommen wir nochmal dazu, nach dem Sommer. Unser Vereinspräsidenten, wie gesagt, das Fahrrad aufzurufen, und zwar gestiftet vom Fahrradkader Margaretenhof, der hier für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das 10. Mal dabei sind, hier das Luftglück hier mal durchführt, oder? Könnt ihr machen, dann machen wir. Und dann im Zielgebiet könnt ihr das natürlich dann in Empfang nehmen. Um 13.30 Uhr im Zielgebiet. Und zwar die Startnummer. Nicht die Startnummer, nein, ich wollte sagen. Die Nummer 419. Und zwar in der Liste. Jetzt habe ich es. In der Liste 419. Ja, wie gesagt, nochmal ganz kurz für die Besonderheiten heute. Der Schubbeleister und Herr Schub, bitte noch einen Gruß aufnehmen. Liebe Läuferinnen, liebe Läufer, guten Morgen. Wir von der Wimmer-Künstler-Generation sind heute ein Tag voller Energie. Auch wenn es heute erschwerte Bedingungen bei den Temperaturen sind. Viel Glück, auch insbesondere dem großen Team von der Wiener, was heute auch unter ihnen ist. Viel Glück.